Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute bei uns in der Nachrichtensendung Meggional geht es um eine Medaille, die vergeben wurde der damaligen Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz. Und wir schauen auf das Glück auf TV Regionalwetter. Das und noch mehr sehen Sie gleich, also bleiben Sie dran. Posa, die höchstgelegenste Polstermöbelfabrik in Deutschland, lädt ein zum Tag der offenen Tür am 13. Mai 2023 mit den Highlights: neue Stoffkollektion, Produktionsbesichtigung und Colorline Polsterbänke. Das alles zum Tag der offenen Tür bei Posa Möbelsysteme. Feiert mit uns 20 Jahre IPS Security am 13. Mai ab 21 Uhr in der Kulturhalle Olbernhau. Freut euch auf Special Guest Lisu featuring DJ Marix, Go-Go Dancers, Burger in Barbecue bei Grillbossen und eine geile Party. Feiert mit uns 20 Jahre IPS Security am 13. Mai ab 21 Uhr in der Kulturhalle Olbernhau. Das Erzgebirge feiert Europa. Sächsischer Europatag im GDZ Annaberg. Ein ganzes Haus voller Europa. Am 13. Mai 2023 verwandelt sich das Gründer- und Dienstleistungszentrum in Annaberg-Buchholz zu einem Festplatz. Von 14 bis 18 Uhr findet der erste Sächsischer Europatag mit einem Programm für die ganze Familie auf allen Etagen und im Außengelände statt. Mit über 40 Akteuren aus verschiedenen europäischen Ländern steht der Tag unter dem Motto: Wir erleben Europa. Es gibt eine Europaküche, themenorientierte und kunsthandwerkliche Workshops, Vorträge und Mitmachangebote, Impulsvorträge zu verschiedenen Themen und vieles mehr. Kulturell umrahmt wird das Fest mit Konzerten, Märchenerzählungen und einem interaktiven Theaterstück. Alle Informationen im Überblick gibt es unter www.europatag-erzgebirge.com. Glück auf TV, Fernsehen im Erzgebirge. Wir haben ein optimiertes Programmschema mit festen Sendezeiten zu Ihrer besseren Orientierung. Und zwischen den Sendungen informiert und unterhält Sie unsere Bildschirmzeitung. Fernsehen von hier. Also schalten Sie ein. Es ist Mittwoch und wir schreiben den 10. Mai 2023. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder eingeschaltet haben und ich begrüße Sie ganz herzlich in unserer täglich aktuellen Nachrichtensendung Meggional mit den neuesten Informationen aus unserer und natürlich für unsere Region hier bei Glück auf TV. Jährlich wird ein Tag gefeiert, wo es um vorausschauender und humanitärer Hilfe geht. Genauso wie Krisen, Konflikte oder extreme Wetterereignisse. Und anlässlich zu diesem Weltrotkreuztag wurden am Montag in der Baldauvilla Marienberg die Helfer und Einsatzkräfte aus dem Erzgebirgskreis von der damaligen Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz mit einer Medaille ausgezeichnet. Unser Reporter Tobias Körner hat das mit der Kamera begleitet. Sehr geehrte Einsatzkräfte aus den Rettungsdiensten des DRK-Kreisverbandes Aue-Schwarzenberg und des DRK-Kreisverbandes Mittleres Erzgebirge. Sehr geehrte Herren Bürgermeister Klaffenbach und Herr Liebing, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, stellvertretender Oberbürgermeister Müller. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur Auszeichnungsveranstaltung, mit der wir heute an diesem symbolträchtigen Tag, dem Weltrotkreuztag, in würdigem Rahmen die Fluthilfe-Medaille 2021
des Bundeslandes Rheinland-Pfalz an die Einsatzkräfte der Rettungs- und Hilfsorganisation des Erzgebirges verleihen, die im Sommer 2021 mit ihrer Entschlossenheit, ihrem Mut und Können Großartiges bei der Bewältigung der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler geleistet haben. Wie uns allen bewusst ist, übernehmen die Feuerwehren, die Rettungsdienste und die Katastrophenschutzeinheiten einen wichtigen, einen bedeutsamen gesellschaftlichen Dienst. Mit ihren vielfältigen Einsätzen bewahren sie die Menschen in unserer Heimat und ihr Eigentum vor Schaden, sorgen für Sicherheit und schnelle Hilfeleistung in Gefahren- und Krisensituationen. Dies geht mit einer hohen mentalen und körperlichen Belastung im Einsatz sowie auch durchaus Gefahren für die eigene Gesundheit einher. Und neben der Einsatzzeit steht dann oftmals auch ein nicht so ohne weiteres sichtbarer Zeitaufwand für die Wartung von Material, von Technik und die Aus- und Weiterbildung zu Buche, um die fortwährende Einsatzfähigkeit zu gewährleisten. Eine Not- oder Krisensituation kommt meist unvorhergesehen und führt Hilfsorganisationen auch mitunter an ihre Grenzen. Die Flutkatastrophe von 2021, die sich über die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und auch Sachsen erstreckte, war zweifelsohne eine solche Ausnahmesituation. Im Einsatz waren insgesamt 37 Kameradinnen und Kameraden, 6 davon vom DRK-Kreisverband Aue-Schwarzenberg und 31 vom DRK-Kreisverband Mittleres Erzgebirge. Sie alle stellten sich den Herausforderungen und den Widrigkeiten dieser Naturkatastrophe und gingen bis an ihre Leistungsgrenzen. Mit ihrem selbstlosen Einsatz auf ihren jeweiligen Einsatzgebieten gewährten sie die dringend notwendige Hilfeleistung und bewahrten die Bewohner des Ortes vor weiteren Schaden. Dafür spreche ich Ihnen im Namen des Kreistages, der Landkreisverwaltung und der Bürgerinnen und Bürger des Erzgebirgskreises den höchsten Respekt und unseren aufrichtigen Dank aus. Dieses vorbildhafte Engagement macht ein tief verinnerlichtes Selbstverständnis über die Notwendigkeit gegenseitiger Hilfe und Solidarität deutlich. Darüber hinaus sei an dieser Stelle auch ein herzlicher Dank an die Arbeitgeber gesagt, die für die Freistellung der ehrenamtlichen Helfer immer wieder das Ganze unkompliziert ermöglichen. Ohne das Verständnis auch für die Notwendigkeit wäre das auch nicht in dieser Form möglich. Als Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung für dieses überdurchschnittliche Engagement stiftete die Landesregierung von Rheinland-Pfalz die Fluthilfemedaille 2021, welche uns Ende März 2023 über das Sächsische Staatsministerium des Innern übermittelt wurde. Mir ist es ein besonderes Anliegen, Ihnen diese Auszeichnung persönlich zu überreichen und nicht einfach per Post zuzuschicken, um dem hohen Würdigungscharakter auch entsprechend Rechnung zu tragen. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute im Auftrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Sachsen die Fluthilfemedaille 2021 feierlich verleihen darf. Herr Schreiter, Sie haben diese Auszeichnung nun eben aus den Händen vom Herrn Landrat erhalten. Wie stolz sind Sie jetzt? Ja, ein bisschen stolz ist man schon. Ne? Also so eine Auszeichnung vom Landrat erhält man ja nicht jedes Jahr oder jeden Tag. Man muss aber auch sagen, man hat jahrelang Ausbildung dafür gemacht. Es war auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert, in so einen Einsatz zu gehen. Wenn wieder so ein Einsatz anstehen würde, hypothetisch gesagt, kommt sofort wieder das Ja? Ja, auf jeden Fall. Also wenn die Rahmenbedingungen darum passen, also Arbeitgeber ist ja immer so eine Geschichte, lässt der Arbeitgeber dich gehen oder nicht, aber das auf jeden Fall, also von meiner Seite spricht da nichts dagegen. Herr Landrat, Sie hatten die ehrenvolle Aufgabe, heute 37 Fluthelferorden zu verleihen. Was bedeutet das für Sie?
Ja, das waren die Fluthelferorten des Landes Rheinland-Pfalz. Wir alle kennen die schrecklichen Bilder aus dem Ahrtal. Und auch DRK-Mitglieder aus dem Erzgebirge haben hier geholfen. Und ich glaube, dieser Einsatz ist aller Ehren wert. Deswegen war es mir wichtig, diese Auszeichnung auch in einem würdigen Rahmen zu verleihen. Wie stolz sind Sie denn auf die Organisation hier in Ihrem Landkreis? Ja, ich glaube, wir sind ja sehr stark aufgestellt und sowohl im Rettungsdienst als auch im Brandschutz und Katastrophenschutz ruht im Wesentlichen die Arbeit auf den Schultern von Ehrenamtlichen. Ich bin sehr stolz, dass sich so viele Menschen im Erzgebirge hier engagieren. Wie haben Sie denn diese heutige Veranstaltung hier empfunden? Ja, ich habe mich sehr stark gefreut über den hohen Zuspruch. Wir haben ja die zu Ehren eingeladen und der allergrößte Teil ist heute Abend auch erschienen, hat sich die Zeit genommen. Und ich glaube, es war ein angenehmer Rahmen, es war ein würdiger Rahmen und wir werden heute noch gute Gespräche führen. Und den ausführlichen Beitrag sehen Sie ab Wochenende in der Sendung in Bei uns im Erzgebirge. Die Forstarbeiter im Freiberger Stadtwald haben alle Hände voll zu tun. Der Grund dafür ist der immense Befall des Borkenkäfers. Und deswegen müssen nun viele Bäume gefällt werden. Und aufgrund der Fällungen werden viele Wege und auch kleinste Trampelpfade mit Hinweisbannern und weißen Absperrbändern ab sofort und für die nächsten Wochen für die Waldbesucher gesperrt. Der Baubürgermeister Martin Seltmann appelliert an die Spaziergänger, Jogger und Radfahrer, die Warnhinweise ernst zu nehmen. Denn die Holzernte mit Maschinen kann durchaus gefährlich sein. Und man kann ja auch nicht jeden Waldarbeiter im kleinsten Winkel postieren, die darauf achten, dass da keiner entlangläuft. Daher die Banner, die auf die Gefahr hinweisen. Deswegen noch eine Bitte an die Waldbesucher und an die Spaziergänger, dass sich daran gehalten wird, denn es bestehe immer die Gefahr, dass Menschen durch herabfallende Äste oder fallende Bäume zu Schaden kommen können. Und das muss ja nicht sein. Nun wechseln wir in unserem Serviceblock und schauen in die Polizeiakten. Öderan, Ortsteil Görbersdorf. Fahrzeuge kollidierten an Grundstücksausfahrt. Von einem Grundstück auf die Richard-Rentsch-Straße fuhr am Montag der 31-jährige Fahrer eines Pkw Skoda und kollidierte dabei mit einem aus Richtung Oberreichenbach in Richtung Öderan vorbeifahrenden Simson-Moped. Die 16-jährige Mopedfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro. Was uns das Wetter für die kommenden Tage beschert, erfahren wir jetzt von Thorsten Lange im Regionalwetterstudio. Kann sich das starke Hochdruckgebiet über Osteuropa weiter gegen die Tiefs aus dem Westen behaupten? Das ist die spannende Frage in diesen Tagen. Und damit willkommen zum Glück auf TV-Wetter, liebe Zuschauer. Im Westen Deutschlands und bis nach Thüringen sowie Westsachsen ist ein Tiefdruckgebiet hereingezogen, das einiges an Niederschlag im Gepäck hat. Und wir befinden uns so im Grenzbereich zwischen dem Hoch im Osten und dem Tief im Westen. Das macht die Vorhersage in diesen Tagen schwierig, denn jedes Modell rechnet die Luftmassengrenze mit einer anderen Lage. Wir versuchen mal einen Mittelweg und haben heute Abend und in der Nacht mit einem wolkendominierenden Himmel zu tun. Vereinzelte örtliche Niederschläge will ich nicht ausschließen. Und morgen früh überwiegen weiter die Wolken am Himmel, es bleibt aber vermutlich niederschlagsfrei. Schauen wir uns die Nachttemperaturen an. Am Abend sind wir noch zweistellig bei 14 bis 10 Grad. Und morgens lesen wir dann Werte um die 8 Grad an den Thermometern ab. Dabei weht der Südostwind leicht zwischen 3 und 10 Kilometer pro Stunde. Am Donnerstag überwiegen dann weiter die Wolken. Dazwischen gibt es aber auch immer wieder Auflockerungen von unterschiedlicher Dauer. Niederschläge habe ich in den Wetterkarten keine gesehen. Werfen wir einen Blick auf die Tagestemperaturen. Und da starten wir morgens bei Werten zwischen 8 und 10 Grad und steigern uns dann auf 16 bis 18 Grad am Nachmittag.
Der Wind weht weiter aus Südosten, im Mittel leicht bis schwach, mit Geschwindigkeiten zwischen 3 und 20 Kilometern pro Stunde und in Böen stark bis an die 50 Kilometer pro Stunde. Und so entwickelt sich das Wetter an den Tagen darauf. Hier ist der Ausblick auf den Freitag und den Samstag. Und da habe ich mir die Wetterkarten des Deutschen Wetterdienstes als Grundlage genommen, denn die Unterschiede sind doch schon noch sehr groß in den einzelnen Modellen. Am Freitag bleibt es bei einem überwiegend bewölkten Himmel. Sonnige Abschnitte bekommen wir aber auch. Und Regentropfen sind ebenfalls nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen morgens bei 8 bis 10 Grad und steigen dann auf 15 bis 18 Grad am Nachmittag. Aus Südosten weht der Wind, im Mittel leicht bis schwach, zwischen 4 und 20 Kilometer pro Stunde und in Böen frisch bis ca. 30 Kilometer pro Stunde. Am Samstag wiederholt sich dann das Wetter vom Freitag. Die Sonne wird von vielen Wolken verdeckt, aber sie kämpft sich durchaus auch mal länger durch die Wolken und reißt sie auf. Auf das Regensymbol habe ich mal verzichtet, schließe den aber nicht gänzlich aus. Die Tagestemperaturen starten morgens bei 8 bis 9 Grad und steigern sich dann bis zum Nachmittag auf 15 bis 16 Grad. Der Wind mag es weiter aus Südosten zu wehen und das tut er im Mittel leicht bis schwach zwischen 5 und 16 Kilometer pro Stunde und in Böen bis ca. 40 Kilometer pro Stunde. Am Sonntag deutet sich dann wieder wechselhaftes Wetter an. Das ist aber noch ungewiss. Morgen wissen wir aber dazu dann mehr. Und mit diesen Aussichten gebe ich jetzt wieder zurück zu dir, Kevin. Thorsten, ich bedanke mich für deine Wetteraussichten und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, war es das auch schon mit Regional für den Mittwoch. Falls Sie nicht rechtzeitig einschalten konnten, können Sie die verpasste Sendung in unserer Mediathek auf unserer Homepage www.glückauf.tv und www.mef-lein.de oder auf unserem YouTube-Kanal Glück auf TV Mitte Erzgebirgsfernsehen noch einmal anschauen. Und für die Zuschauer, die unsere Sendungen über YouTube anschauen, lassen Sie uns doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und wenn Sie mitreden möchten, nutzen Sie unter dem Video die Kommentarfunktion. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie morgen Abend wieder einschalten. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.